Hallo und herzlich willkommen auf unserem Family-Fernweh-Kanal. Hallo zu Tag 3 unseres Urlaubsvlogs. Heute haben wir ein volles Programm. Ja. Gleich fangen wir an. Also wir waren jetzt erst schon mal einkaufen heute Morgen. Mhm. Haben wir ein paar Sachen für die Fahrt morgen geholt und für heute Abend hier Süßigkeiten, Chips, Radler. Waffeln, Kekse. Radler alkoholfrei. Ja, natürlich. An dieser Stelle. Trink kein Alkohol. So, jetzt um 11.30 Uhr geht's los zum Strandausflug. Ja. Der geht 75 Minuten. Ja. Dann ist heute noch das große Indianerfest. Ja, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Viel Spaß beim Video. So, die liebe Caro hat heute dieses Pony bekommen. Sehr schön. Ne? Gefällt dir das Pony? Das sieht doch gut aus, ne? So, und dann gehen wir mal rüber zu den anderen Leuten. So, und die Lotti hat dieses Pferd bekommen. Ein gechecktes. Ein gechecktes. Oh, hallo. Wie heißt die? Ich habe den Namen noch nicht gesehen. Müssen wir gleich mal gucken. Ja? Ich gehe mal wieder zurück. So, da haben wir die Lotti auf dem Pferd. Beziehungsweise auf dem Pony. Und die Caro. So. Schön festhalten. Weiter geht's. Hier ist wieder unsere Strecke. Aber diesmal führt sie zum Strand. Hier hat sich alles wieder beruhigt. Hier auch. Wunderbar. Wetter ist auch bombastisch. So, jetzt stehen wir hier kurz, ne? Machen eine kleine Pause. Ja, kannst du mir gleich geben. Ich filme noch ein bisschen. Da ist die ganze Reihe. Da ist die Brücke. Hier ist noch die Caroline. Und das liebe Ponylein. So, und dann wird es auch gleich weitergehen zum Strand. Ja, kleines Pony-Update. Wir sind jetzt kurz vom Strand. Sind auch gleich da. Jetzt gehen wir unter so eine Unterführung durch. Sieht so aus. Hier ist beschildert. Unser Pony ist gechillt. Hier kann man schon den Strand erahnen. Wir gehen aber jetzt nochmal hier in das Waldstück rein. Das sieht toll aus mit dem Licht hier. Hier ist es auch sehr angenehm von den Temperaturen her gerade. Tolle Atmosphäre. Hinter mir sind die anderen zwei. Caroline ist auch hier. Wo soll es auch anders sein, ne? Singt lustige Lieder. Dir geht's gut, ne? Ja, super. So, wir haben mittlerweile kurz nach 12. Wir sind jetzt hier schon unterwegs seit 20 Minuten auf diesen Pfad im Wald. Und an der Seite befindet sich direkt der See. Die Whitney hat einen Stock mitgenommen. Oder hatte, ne? Ja. So ist das. Alle sind noch gut drauf und gut auf. Ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt hier den Pfad verlassen, den Wald. Jetzt wird es wieder feldmäßig. Jetzt knallt die Sonne hier drauf. Da sind die anderen zwei. Hier haben wir eine schöne Landschaft. Jetzt isst sie ein bisschen was. Hat sich auch verdient, oder? So, hier ist der Strand. Hat man sogar Spiegelung. Sieht schön aus. So, jetzt sind wir am Strand. Das ist extra für die Ponys hier. Caro geht mit dem Pony spazieren. Lotti, was ist los? Ganz schön anstrengend, ne? Hier auch alles gut? Ja? Guck mal, es wälzt sich im Strand. Da. Es wälzt sich. Hui. Hui.
Hui! Toll! Mami, ich hätte Müll! Hey! So! Hui! Toll! Super, 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 super! So! Hier gibt es freies Trinken. Hier wälzen sich die Ponys. So, die Miriam geht jetzt kurz ins Wasser. So. So sieht das Ganze aus. Patsch, 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 patsch. Das Pony von der Charlotte, das grast jetzt hier ein bisschen rum. Pause hat sich auch redlich verdient. Sehr schön. Hier nochmal ein schönes Panorama vom Strand. Ja, Caro, jetzt nicht. Es geht ja gleich weiter, ne? So, wie sieht's hier aus? Schön am Rasen. Ja. Kinder wollen gerne ins Wasser. Ja, ich höre es schon im Hintergrund. Ja, es hat sich auch ihre Pause verdient. So, wir haben es fast geschafft, Leute. Ja, die frisst die ganze Zeit. Und hier haben wir wieder unseren Strand. Der sieht schön aus. Wetter spielt auch heute mit. Wir haben es geschafft. Schau mal. Die Caroline hat eine Medaille bekommen. Ganz toll. Ist sie geritten? Ja, wir hatten auch ein tolles Pony. Es gab ein paar Komplikationen, aber das gehört dazu. Ja. Da kommen die anderen. Habt ihr auch eine Medaille bekommen? Ja, die Charlotte holt jetzt kurz Putzzeug fürs Pferd. Ach, okay. Du möchtest auch. Hier ist einer frei. So. Einmal drüber. Und geschafft. Ein Frechdachs, echt. Tja, erzähl mal, was gab es da noch für Komplikationen? Die hat immer versucht zu grasen. Ja. Lotti, hast du auch eine Medaille bekommen, habe ich gehört? Zieh die mal an. Wow. Ah, sieht gut aus. Schön. Wird Pferd wieder gestriegelt. Ja, wunderbar. So, die Hüte sind abgegeben. Ich bin jetzt hier wieder mitten am Ponyhof. Und hier werden die nochmal gepflegt, gestriegelt und zurecht gemacht für den nächsten Ritt. Leute, ich kann nicht mehr, ne? Wir waren jetzt ca. 1,5 Stunden unterwegs. Und wow, trotzdem schön, die Kinder haben eine Medaille bekommen. Ne? Hier sind sie nochmal am Striegeln. Und macht Spaß, Caroline? Ja? Ja, machst du toll. Das sieht richtig professionell aus, wie du das machst. Hier werden noch Fotos gemacht. Und Lotti, hat's dir gefallen? Medaille hast du auch bekommen. War dir zu lang? War nicht so nett, das Pony? Ja, so ist halt manchmal, ne? So ist das manchmal. Gut, Pony reiten, check. Hier gibt es noch eine Animal Farm, da gehen wir jetzt auch einmal rein. Ich glaube Ziege und Schafe, hinten haben wir noch Kühe, aber da können wir nicht hin. Mhm. Aber gucken wir mal hier, was ist. So sieht das aus, Animal Farm, jawohl. So, wenn die Sonne lacht, Blende 8, ne? So. Oh, guck mal, der steckt schon in den Sand, den Kopf in den Sand. Ja gut, so lustig ist auch wieder nicht, aber hier ist der liebe Junge. Hier wird direkt auch mal gestreichelt. Ja, guck mal. Ist dick? Hallo? Da ist gar keiner drin. Oh, schön weich. So, so sieht das Gehege hier aus. Hier haben die Tiere Schatten. Gerade wenn es so heiß ist, ne, dann können sie sich hier gemütlich machen. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, ist auch da. Ja, schön. Ne? Wunderbar hier. Hier lässt es sich leben, ne? Im Schatten. Machst du alles richtig, liebe Junge. Super. Ne? Ja, dann könnte man einmal hier rumgehen. Ne? Hallo. Geh mal einmal so rum. Hallo. Viel gibt es gerade nicht zu streicheln. Ja, wie gesagt, die haben wahrscheinlich Mittagspause. Ne? Es ist Mittagshitze. Da ist das nicht so angenehm,
in der Sonne zu stehen und gestreichelt zu werden, ne? Kann man verstehen. Ja. Tolle Sache sowas. Und zur nächsten Station dann. Wir gucken jetzt hier einen schönen Playmobil-Film. Es geht um einen Pferdehof. Oh, das ist ganz wild, wie das eben von der Charlotte. Oh, okay. So, jetzt geht's hier drauf. So, Lotti beim Rodeo. Das machst du doch sehr gut. Zack! Sehr gut! Sehr gut, Lotti! Hast du super gemacht, Mausi! Chucky, Chucky! Gleich ist Indianerstunde, jetzt gleich werden die Kinder geschminkt. So, hier ist die Warteschlange. Hier können die Kids das ausmalen. Auf der anderen Seite auch, gleich sind wir dran. Lotti wird geschminkt. Und auf der anderen Seite. Ja, wunderbar, das sieht doch toll aus. Wichtiger Indianer. Jetzt wird die Karo geschminkt. Zack. Und auf der anderen Seite drauf. Super. Dann bekommt sie was zum Ausmalen. Darf sich eine Feder aussuchen. Super. Dann ziehst du das an. Oh, jetzt siehst du richtig toll aus. Wie ein richtiger Indianer. Bitteschön. Ui, du bist auch geschminkt. Ja. Die Kinder haben jetzt was zu tun. Die malen jetzt was Schönes aus. Was kann man denn da so Schönes ausmalen? Ein Indianer? Das sieht gut aus. Gefällt es dir, Lotti? Ja? Gut. Hier wurde schon eine Menge angespitzt. Und Caroline, hast du auch Spaß beim Ausmalen? Ja? Das wird rot ausgemalt. Sehr gute Wahl, mein kleines Wüstelchen. Und es ist immer noch voll hier. Ja, tolle Sache sowas. Da sind die zwei am Malen. So, da sind die Indianer, die wir gewartet haben. Lasst die Spiele beginnen. So, die Kinder dürfen sich alle einen bunten Eimer nehmen. Kinder, es geht weiter. Aber wir machen noch ein Foto, das stimmt. Wir machen hier das Dach, die Kinder machen hier immer Schleife. Und gefällt euch die Show? Ja? So, hier werden Bücher verteilt. Tolle Sache, sowas. Ja.
Hier sind auch tolle Deko Gedönse hier, ne? Ein Postwagen, ein Kaktus, alles Mögliche. Mir fehlen die Worte, ich bin sprachlos. So, was ist da noch los? Die holen sich ein zweites Buch. Okay, so, und sind das Malbücher? Was zum Basteln? Alles klar. Ja, wir sind beim Mexikaner und haben zwei Cocktails bestellt. Einmal Melone und Erdbeer. So, Lotti, das ist einmal Melone. Wie schmeckt die Melone? Gut. Und hier haben wir schon das Essen, Leute. Das sieht ja richtig gut aus. Oh, das ist einmal Tacos mit... El Taco Burrito. El Taco mit Hackfleisch. Sieht richtig gut aus. Ja. Und das ist ein riesen Burrito. Mit was drin? Ja, wir schlagen von aus, oder Michael wird jetzt nicht trocken sein. Nein, mit was da drin? Achso, Rinderhackfleisch. Ja, und Käse, glaube ich, ne? Ja. Super. Ja, wir wünschen uns Guacamole. Haben wir auch. Super. Und wie schmeckt's dir? Erdbeer? Top. Jawohl. Ja, da wollen wir es mal aufmachen, ne? So, dann schneiden wir den Burrito mal auf. Ist gefüllt mit Hähnchen, Hackfleisch, Käse, Zwiebeln, Kidneybohnen. Das sieht gut aus. Ja, dann wünschen wir uns guten Appetit, ne?